Liebe Schwestern, liebe Brüder, am Ende eines Gedichtes, das überschrieben ist Mutter der Kirche, bemerkt der polnische Priester und Dichter Jan Twardowski: Nein, nichts bringt mich aus der Ruhe, denn stets sehe ich dich, heiligste Mutter. Statt des Zepters hältst du einen Garnknäuel, stopfst die Theologie. Statt des Zepters einen Garnknäuel, stopfst die Theologie. Wir werden es vielleicht gleich noch einmal ganz hören. Es ist ein schönes Wort, das uns dieser verstorbene Priester und Dichter da geschenkt hat. Es zeigt uns, dass nicht nur die Theologie genesen kann im Blick auf Maria, sondern dass es der Beginn des gesamten Heiles ist, mit dem wir zuweilen ein wenig fahrlässig umgehen, weil wir die Erfahrungsmomente aus der Hand gegeben haben. In vielen christlich geprägten Ländern war es üblich, am 25. März das Neujahrsfest zu feiern, das bürgerliche neue Jahr zu beginnen. In manchen christlichen Ländern hat man an diesem Tag die gefangenen Vögel freigelassen, wie in Russland. Alles Übersetzungen dessen, was eigentlich in der Theologie ausgesagt ist an diesem Festtag. Aber was ist ausgesagt? Die Väter bemühen sich, uns das deutlich zu machen, wenn sie davon sprechen, dass sich Himmel und Erde begegnen. Gott und Mensch finden zu einer fruchtbaren Begegnung. Damit hat die Theologie natürlich heute Schwierigkeiten, weil was ist Gott, wer ist Gott? Himmel und Erde, der Himmel ist irgendwie gründlich ausgeräumt, der ist irgendwie leer, also was soll sich da einander begegnen? Das ist ein Problem, ein wirkliches Problem, zumindest im Westen. Wir haben sozusagen die Protagonisten dieser Begegnung entschärft. Wir haben den Menschen hochgezüchtet in einem theologischen Denken, sodass er sozusagen jede Stelle einnehmen kann. Wozu braucht es Gott? Ist es nicht eine gewisse Undankbarkeit? Wenn wir zuweilen sagen, warum muss das so kompliziert sein im Christentum mit Gott und seinem Sohn und einer sündigen Menschheit und dann muss der Heilige Geist zu einer Jungfrau. Und wir finden ja vielfach auch gedruckt, und es umgibt uns diese Fragewelt. Aber es ist eigentlich gar nicht kompliziert. Es ist ganz einfach. Wir können bei uns selber anfangen. Wer von uns, auch die hier Anwesenden, mögen sich das fragen, die ja doch noch einigermaßen fromme Seelen sind, sonst würden wir dieses Fest heute nicht feiern. Wer ist nicht erlösungsbedürftig? Wer ist nicht Tag für Tag mit seiner eigenen Erbärmlichkeit konfrontiert? Mit seiner Schwäche, seinem Unvermögen, und ich meine gar nicht nur das Physische, sondern das menschliche Unvermögen, menschliche Erbärmlichkeit, menschliche Begrenztheit. Wer ist frei davon, jeden Tag in sich diesen gefallenen Menschen nicht zu sehen? Man kann darüber hinwegsehen, aber ihm nicht irgendwie an irgendeiner Stelle, mag sie noch so klein sein, zu begegnen. Wer will ernsthaft bestreiten, dass der Mensch an sich erlösungsbedürftig ist und dass uns in der Erlösung Gott entgegenkommt und dass diese Erlösung beginnt, weil es einen Menschen gibt, der dieses Wort, das wir im Antwortpsalm und in der Lesung aus dem Hebräerbrief hörten, umsetzt. Schlacht- und Speiseopfer willst du nicht, forderst du nicht. Du hast mir ein Gehör gegeben. Ich komme, deinen Willen zu tun. Das ist der Schlüssel zur Erlösung. Dass es einen Menschen gibt, eine Frau gibt, die diesen Willen Gottes wirklich tun will, die sich ihm ganz öffnet, als ein unbeflecktes Land Erde, auf dem Gott diesen neuen Adam bilden kann. Durch das Wirken des Geistes Gottes. Die neue Erde, die den neuen Adam hervorbringt. Und immer ist es zugleich, dass nicht nur
eine Theologie den Himmel ausgeräumt hat, sondern auch Kirche nicht mehr in rechter Weise versteht. Wir hören das ja. Von Kirche ist eigentlich kaum noch die Rede, höchstens noch in einer soziologischen Beschreibung oder in einer Gruppentherapie oder wie auch immer. Aber nicht mehr von dem, was Kirche eigentlich ist. Wenn wir von Maria sprechen, sprechen wir immer zugleich von der Kirche. Wir preisen sie, weil sie das große Vorbild der Kirche ist. Denn auch an uns, der Kirche, geschieht eine Art Menschwerdung. Wenn das Heilige, der Sohn Gottes, in uns eingesenkt wird. Es geschieht gleich wieder. Was bedeutet sonst Kommunion als die große Begegnung von Gott und Mensch, von Himmel und Erde? Wir werden erst zu rechten Menschen, indem wir Gott in uns aufnehmen und ihn der Welt schenken. Die Kirche trägt den Herrn in ihrem Schoß, sagen die Väter, und seine ganze Heilfülle. Und die ganze Fülle des Heils wird immer thematisiert, wenn wir den Angelus, wie wir das nachher am Ende der Messe tun wollen, wenn wir beten in diesem Schlussgebet. Von der Inkarnation, von der Verkündigung des Engels bis hin zur Vollendung in der Auferstehung. Die ganze Fülle des Heils wird in uns eingesenkt, wenn wir ihn empfangen, wenn wir den Himmel in uns aufnehmen, wenn wir mit all unserer Schwäche und Erbärmlichkeit zu einem Stück Himmel werden dürfen. Dann geschieht Kommunion. Dann wird diese Welt ein Stück heiler. Und davon sollen wir zeugen. Dazu sind wir berufen. Deshalb ist es geradezu notwendig, permanent den Blick auf Maria zu richten, wie es dieser Text von Twardowski sagt. Mutter der Kirche, ach, nichts kann mich aus der Ruhe bringen. Weder die Leere hinter dem wohlwollenden Blick, noch das Einziehen des Opfers, noch damals, als ich beim Klopfen an dem Beichtstuhl beinahe den Finger verstaucht hätte, weder die Fragen der 18-Jährigen, noch die anonymen Briefe, bei denen sogar die Umschläge zischen, noch die Beweise, an die man zuerst glauben muss, weder die Gläubigen, die sich in der Straßenbahn hassen, noch die Tugend, die wie ein unseliges Glück jammert, noch der Prediger mit den Goldzähnen, noch die Furcht, ich sei der Aufgabe nicht gewachsen, ich käme nicht ans Ziel, ich würde noch vor dem Zaun des Himmelreichs straucheln und die Reichen würden immer reicher und die Armen immer ärmer, sogar die Vögel sängen vor Schrecken. Nein, nichts bringt mich aus der Ruhe, denn stets sehe ich dich, heiligste Mutter, statt des Zepters hältst du einen Garnknäuel, stopfst die Theologie.